Nochmal bitte, das war gerade ganz leise. Mein Name ist Simon Schulze. Spreche ich mit dem Herrn Hans von Setor? Ja, der ist am Telefon. Was kann ich tun für Sie? Sie haben sich gerade für unseren Handelsroboter angemeldet. Stimmt das? Oh, Sie sind ja sehr schnell. Das ist ja ein Kompliment. Ja. Da hätte ich jetzt ja gar nicht mit gerechnet. Das ist ja klar. Da kann ich Sie ja gleich ein paar Sachen fragen, ne? Richtig. Deshalb auch mein Anruf. Schießen Sie schon mal los. Womit denn? Also mit Ihren Fragen. Ach so, jetzt ist auch eine Flak da, aber egal. Also grundsätzlich ist mal, ich erzähle erstmal so ein bisschen, ich habe geerbt, ne? Und ich wollte ein bisschen investieren und da sind mir diese ganzen, sag ich mal, Internetsachen halt sehr aufgefallen. Und es ist halt so prinzipiell, sag ich mal, so die grundsätzliche Frage, sag mal, ist das, sag mal, wie ist das steuerrechtlich alles legal? Was kann man da so prozentual im Jahr verdienen? Erzählen Sie mir mal so ein bisschen was. Sehr gerne. Also erstmal zu der Steuer. Natürlich wird das, das muss als Einkommen beim Finanzamt angegeben werden und somit wird das auch rechtlich versteuert. Ja. Es handelt sich hier um einen Handelsroboter, der eine künstliche Intelligenz nützt und somit für Sie im Finanzmarkt handeln wird. Ja. Diese liegt gerade bei einer Erfolgsquote von 94%. Bedeutet, dass 9 von 10 Einkäufe am Tag ins Positive ausgehen. Zusätzlich erhalten Sie noch von uns einen Finanzberater an der Seite, der Sie dabei unterstützen würde und mit Ihnen eine Handelsstrategie planen würde. Und somit wären Sie in guten Händen sozusagen. Dies ist ein Roboter, der nur ein- und ausgeschaltet wird, werden muss und der macht den Rest sozusagen. Ist eigentlich, ja. Ist das wie so ein Rasenmäher-Roboter quasi? Nee, nicht wirklich. Ja, weil den muss ich ja auch nur anmachen und dann fährt er rum, das meine ich so. Ja, sowas in der Art, genau. Das, ja, das ist eine künstliche Intelligenz. Ja, dass Ihr Roboter jetzt nicht meinen Rasen mäht, das ist mir schon klar. Ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Leider ist das so, ja. Naja, mit dem Geld kann ich mir jemanden kaufen, der den Rasen mäht. Das ist ja dann nicht schlimm. Glaube ich Ihnen, genau. Ja, so gut. Ist das halt bei uns, so sieht's aus, also wirklich kurz und knapp, da kann man auch nicht viel drum erzählen, die künstliche Intelligenz übernimmt die ganze Sache sozusagen. Ja, was ist das denn für eine Software, wie heißt denn die? Wie heißt unsere Software, meinen Sie? Ja. Momentchen, zeige ich Ihnen sofort einen kleinen Moment, bitte. So. So, ich bin gerade auf der Webseite, ich muss es nur kurz anschauen. Kommen Sie aus Baden-Württemberg zufällig? Nee, aber ich habe da Bekannte. Weil Sie gerade Sodele gesagt haben, das ist so ein Ausdruck von aus Süddeutschland, ne? Richtig, ja, genau. Naja, deswegen, das kam mir gleich bekannt vor, da dachte ich, ja, es gibt ja, weil Sie wissen, es gibt ja nur zwei Arten von Menschen, badisch und unsympathisch, dann hätte ich ja gedacht, vielleicht sind Sie ja ein sympathischer Mensch, ne? Nee, aber ich habe dort, also Wurzeln habe ich auf jeden Fall und da... Was haben Sie dort? Ich habe Wurzeln, die von dort kommen. Eigentlich bin ich aus Österreich. Also ich bin hier aufgewachsen, aber ich war auch eine Zeit lang dort. Und deshalb habe ich mir da ein bisschen angewöhnt, diesen Akzent sozusagen zu machen. Ja, das ist schön, ne? Das ist eine schöne Sprachlage. Ja, finden Sie? Ja, also bei uns in dem Kirchen, sag ich mal, da haben wir die Sprache ist ja schon mal aufs Minimale reduziert, damit das halt auch alle verstehen. Und da finde ich das halt im Badischen und im Schwäbischen ist das auch mal ein bisschen lockerer, ne? Ja, das stimmt. Weil das war erst gestern beim Bäcker, ne? Da bin ich da rein, vor mir der Kerl, der hat da die letzten Brote gekauft. Und da sag ich, reicht dir eins nicht für den Tag? Und er sagt, ja, ich schmeiß dir die Prügel raus, runter von meinem Grundstück. Ist gleich richtig aggressiv geworden. Das ist mir in Karlsruhe nie passiert. Wow, also das, so kann man jetzt keinen Mann kommen. Das würde ich ja auch nicht. Nee. Wow. Das ist nicht so freundlich, ne? Aber das so, die Leute sind halt alle nicht mehr normal heute. Mhm. Ja, das stimmt. Die leider. Tauschen sich halt. Ja. Wer tauscht sich? Also, die Energien meine ich, die wechseln halt. Ach, wegen dem Stromvertrag, oder? Ständig. Nee, also das ist was anderes, meine ich.
Habe ich das nicht verstanden? Okay, also unser Team heißt Solar Team. Verstehen Sie, das ist auch die Software sozusagen. Dieses Team hat das Ganze entwickelt. Solar wie die Sonne, oder habe ich Sie da falsch verstanden? Richtig, wie heißt denn die Seite? Da kann ich da auch mal drauf gucken. nxsfund.com. Da war ich doch gerade drauf. Genau, richtig. Ja. Genau. Ist das Sinn der Sache, dass die ganze Seite nur auf Englisch ist? Das hat ganz lange gedauert, bis ich mich da anmelden konnte. Nee, da können Sie auf die Sprache oben, da gibt es eine Flagge, eine englische Flagge. Wenn Sie draufklicken, können Sie die Sprache dann auf Deutsch ändern. Ach, ich habe eine halbe Stunde meines Lebens vergeudet. Die hätte ich gerne wieder. Aber ich vertue sie sowieso wieder nur irgendwo am Telefon. Ja, das ist so, ich vergesse oft Sachen, ne? Aber das ist nicht schlimm. Das tue ich auch. Ja, was war denn das Schlimmste, was Sie vergessen hatten? Oh, das habe ich dann wahrscheinlich aus meinem Kopf gelöscht, ehrlich gesagt. Ja, das war so schlimm, dass Sie es auch wieder vergessen haben. Das ist ja, das kann auch sein, das kann auch sein. Also, ich sage mal, ich führe, das ist jetzt momentan noch bei der Versicherung, aber ich habe das neulich mal geschafft, da hatte ich die Dusche angestellt, ne? Ich wohne in so einem älteren Haus, da dauert das immer noch, bis das Wasser warm wird. Darum habe ich die erstmal laufen lassen. In der Zeit kam ein Anruf, dass ich ja im Prinzip was gewonnen habe. Und ich musste dann noch zur Tankstelle fahren, um diese iTunes-Geschenkkarten zu holen zur Verifizierung. Und bis ich dann wieder zurück war, da ist das Wasser immer noch gelaufen. Die ganze Badewanne war schon übergelaufen. Oh nein. Doch, das ist aber nicht angenehm. Nee, das ist nicht schön. Ich mag das ja gerne, sag ich mal, tief zu baden, aber das war nicht schön. Ja, das war ein bisschen zu tief dann auch schon wieder, ne? Ja, das war Tiefseetauchen schon fast, ne? Ich fand das nicht schön. Glaube ich Ihnen, würde ich auch nicht. Da muss man dann die ganze Zeit abtrocknen, ne? Ja, also schauen, dass es nicht überläuft, also irgendwo in den anderen Wänden zum Beispiel. Ja, das ist jetzt ja das Problem. Mein Enkelsohn, der ist ja im Prinzip im Trockenbau, der kommt jetzt morgen wieder. Die haben gestern die ganzen Paneele von der Wand abgenommen und hier so Trocknungsstrahler aufgestellt. Ja. Das Doofe ist nur, ich bin ja ganz bewusst, ich habe ja gar keine Stromleitung mehr. Ich mache das alles mit Solar vom Dach, ne? Weil ich halt da aussteigen möchte. Jetzt ist aber das Problem, dass diese Strahler so viel Energie ziehen, dass ich mir ein Dieselaggregat hinstellen musste. Und das ist jetzt doppelt laut. Und das Problem war, dann hat mir am Anfang keiner gesagt, dass man Dieselgenerator nur draußen hinstellen kann. Ich hatte den in der Küche stehen, da hat's gebrannt. Also es ist alles nicht mehr so einfach, ne? Oh Gott, ja. Ja, weil ich hatte vergessen, das Nudelwasser vom Herd zu nehmen, dann ist das angebrannt. Oh Mann. Ja. Und deswegen ist gar nicht so gut momentan. Ich brauche dringend mal Urlaub. Ja, glaube ich Ihnen. Ja, somit können Sie dann unser Produkt nutzen. Diese wird Ihnen dann sozusagen kleine Beträge jeden Tag machen. Ich sage mal so, die Gewinne. Kommt natürlich darauf an, wie viel man in der Roboter einsetzt. Aber sagen wir mal, wenn Sie jetzt 10% von Ihrem Kapital nützen, wenn Sie, also ich weiß nicht, ob Sie wissen, aber für die Aktivierung des Kontos sollen Sie für Ihren Kapital 250 Euro einzahlen. Dies wird, wie gesagt, für Ihren Kapital genutzt, alles vom Geld. Und Sie werden, wenn Sie 10% am Tag nützen, werden Sie zum Beispiel jetzt, also 25 am Tageshandel, so zwischen 5 und 15 im Plus gehen, sozusagen. Jeden Tag? Ja, kann man sagen, ja. Da kann ich ja gleich mein Sparkonto bei der Bank auflösen, da kriege ich 1% im Jahr, wenn überhaupt. Ja, also wie gesagt, das kommt darauf an, wie es gerade mit den Aktien und alles weitere läuft, aber es läuft gerade sozusagen zwischen 5 und 15 täglich. Das sind ja nur beim 10%, also wenn Sie jetzt 20 oder 30% nutzen von dem Kapital, dann sind das auch viel mehr, natürlich. Sie scheinen sich gut auszukennen, machen Sie das schon länger? Wir dürfen das leider, wir Mitarbeiter dürfen das da nicht mitmachen. Dafür werden wir aber gut auch sozusagen belohnt. Aber wir haben natürlich auch viele Kunden, die sich zurzeit melden und einfach halt die Zufriedenheit sozusagen klarstellen. Wie Sie sitzen da, aber Sie dürfen da gar nicht arbeiten?
Machen Sie das ehrenamtlich? Also ich darf den Roboter dürfen wir leider nicht nutzen. Nee, das meinte ich ja gar nicht. Das ist ja normal. Mir ging das eher so darum, dass Sie, sag mal, von den ganzen Aktien und so, dass Sie da Ahnung von haben, ne? Ja, ein bisschen. Damit ich ja hier sitze und darüber erzähle, muss ich schon ein bisschen Erfahrung haben in dem Bereich. Wie lange machen Sie das denn schon? Meinen Sie das mit dem Aktienmarkt und mit Ja, Sie selber, Sie sind ja kein Roboter, ne? Sie sind ja ein Mensch, oder? Ja, bin ich. Ja, gut, das weiß man ja heute nicht. Seit 4-5 Jahren beschäftige ich mich mit sowas, ja. Oh, das ist gut, sagen Sie mal, jetzt ist das ja seit gestern mit diesen Bauernprotesten, dass Sie da überall rumfahren. Wie hat sich das denn auf die Aktien ausgewirkt? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geguckt. Ich sage Ihnen das mal ehrlich, seitdem ich mich hier mit dem Roboter sozusagen beschäftige, gucke ich da gar nicht mehr drauf und bin auch gar nicht mehr im Markt tätig. Ach so, der macht das alles? Ja, der macht das alles selbst. Wie das gesagt, ist ja nicht verkehrt. Intelligenz. Ja, die künstliche Intelligenz, also ich muss jetzt keine Nachrichten mehr lesen und so, keine Nachrichten mitverfolgen und so weiter und so fort, der macht das alles von alleine. Der nimmt einem ja fast schon das Denken ab, ne? Nee, der macht genau das. Was macht er denn? Genau das. Denken? Genau das macht er. Durch verschiedene Formeln und sozusagen verschiedene Connections, die er selber sozusagen die künstliche Intelligenz selber berechnet, dadurch liegen wir gerade bei 94% Erfolgsquote. Erfolgsquote? Das hört sich gut an von der Zahl her und von. Ja. Na, Sie wissen, was ich meine. Ja, richtig. So, jetzt wäre die Frage natürlich, ob Sie da mitmachen möchten. Wollen Sie da investieren? Hätten Sie Interesse daran? Wollen Sie davon profitieren? Ja, doch, schon. Ja, super. Dann wäre der nächste Schritt, Ihr Konto zu aktivieren, Herr von Setor. In dem Fall, wie gesagt, startet man bei uns mit 250 Euro. Diese 250 Euro, ich wiederhole, werden für Ihr Tageshandel genutzt. Alles von dem. Also wir nehmen, fürs Erste nehmen wir nichts. Wir wollen erstmal, dass Sie das Ganze testen, damit Sie gucken, ob das Ganze etwas für Sie ist. Wenn nicht, dann können Sie sich Ihr Geld einfach auszahlen lassen. Wenn schon, können wir Geld zusammen machen. Gut, jetzt nehmen wir mal an, das klingt ja alles, sag ich mal, sehr vernünftig und durchdacht, was Sie mir da erzählen. Wenn das jetzt gut funktioniert und ich mich da, kann man das dauerhaft machen oder ist das wie so ein Abo, dass das dann... Gut, also nehmen wir mal an, wir kommen da zusammen... Wie ist das denn dann, sag ich mal so, mit kostet das eine Mitgliedschaftsgebühr oder geht das pro Überweisung oder wie machen Sie das? Also, die Aktivierung des Kontos erfolgt dadurch, es kommt drauf an natürlich, ob Sie eine Kreditkarte haben. Somit kann man bei uns einsteigen. Mit dieser Kreditkarte würden Sie dann die 250 Euro bei uns einzahlen. Ich würde am Telefon bleiben, wenn Sie mir sagen, okay, ich habe das getan, würde ich die Finanzabteilung anschreiben. Sobald ich die Bestätigung von der Finanzabteilung erhalten habe, werde ich mit Ihnen einen Rückruftermin ausmachen, damit Sie sich mit dem Finanzberater in Verbindung setzen. Ja. Wie gesagt, Sie kriegen ja einen Finanzberater. Diese würde Ihnen dann erklären, wie und wo der Roboter eingeschaltet wird. Dieser hat mehr als 10 Jahre Erfahrung im Markt und wie gesagt, würde Sie unterstützen, wird Ihr Ansprechpartner sein. So, sagen wir mal, Sie haben bezahlt, ich habe die Bestätigung erhalten, wir haben alle Fragen und so weiter und so fort, haben Sie mir schon beantwortet, dann teile ich die Information weiter an den Finanzberater. Wie gesagt, der wird sich bei Ihnen melden, Ihnen zeigen, wie und wo der Roboter funktioniert und dann beginnt der Handel. Was er für Prozentsatz davon bekommt, von dem Gewinn, kann ich Ihnen leider nicht sagen. Diese Frage überlasse ich natürlich ihm. Ich bin, wie gesagt, nur als... Also für den Einstieg bin ich hier, die Unterstützung. Ja, genau. Kommt da noch was? Entschuldigung, ich dachte, Sie sprechen noch. Nee, ich habe eigentlich eine Frage erwartet, falls Sie irgendwelche haben. Falls das würde ich dann sagen wir. Das heißt, Sie können mir jetzt nicht sagen, was das dann kostet. Also, nee, das ist keine Abo, auf gar keinen Fall. Ich denke mal, der würde dann so einen kleinen Prozentsatz von dem Gewinn kriegen, der Finanzberater, und das war's. Also der ist dann quasi nicht als Subunternehmer, sag ich mal, angestellt. Nee. Ja, das gibt's ja alle. Ein Unternehmen. Ach so. Fund. Mhm.
Weil das hört man ja immer wieder, ne? Mhm. Wir sind ein Unternehmen, wir haben mit verschiedenen, also sozusagen Programmierer gearbeitet, Investoren, und dadurch sind wir zu NXS Fund gekommen, zu diesem Roboter. Gut. Das lohnt sich doch, und sagen wir mal, das machen wir, das hört sich gut an, ne? Super. Dann würde ich Sie bitten, kurz in Ihren E-Mails reinzuschauen. Da habe ich Ihnen diesen Zahlungslink geschickt, durch den muss Sie Ihr Konto aktivieren können. Erstmal den Rechner wieder anmachen. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass Sie sich so, dass überhaupt jemand anruft und dass das so schnell geht, ne? Nee, wir wollen unsere Ernsthaft auch dadurch zeigen, wenn wir Sie anrufen und direkt nach Ihren Fragen fragen, sozusagen, damit wir diese direkt beantworten können. Gut. Damit es auch von Anfang an klar ist, um was es sich hier handelt. Und die Leute, die halt wirklich merken, dass das gut ist, dass die dann gleich einsteigen können. Es gibt natürlich auch viele, die sehr, wie soll ich sagen, skeptisch eingestellt sind, leider. Warum denn? Ja, also das ist halt, manchmal höre ich Kommentare, wie das ist zu gut, um zu glauben und sonstiges, aber das naja. Das finde ich jetzt nicht, Sie haben mir ja keine Millionen versprochen. Dann hätte ich auch gesagt, ja, genau. Mach mal hier, zeig mal. Mhm. Ja, also haben Sie meine E-Mail erhalten? Nee, haben der Sie Computer ist noch nicht an. Der dauert immer ein bisschen. Verstehe. So, willkommen, Sie haben Post, sagt er. Aber da sind Sie wahrscheinlich zu jung, dass Sie den Witz verstehen können, oder? Welchen? Achso. Sie haben Post. Ja, Sie haben Post, das war ein bisschen nach meiner Zeit, das stimmt. Welches Baujahr sind Sie denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 96er. Ach, das geht ja noch. Ich hätte gedacht, Sie sind jünger. Ja. Ja, ja. Aber alle sagen, ich klinge Junge, ja. Ja, dann rauchen Sie bestimmt nicht, ne? Doch. Was? Ach ja, die Goldenen, ne? Wissen Sie, das ist ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, aber dadurch, dass die Zigarettenindustrie jetzt statt diesen Geschmacksstoffen, machen die ja Goldpartikel in die Zigaretten, darum werden die ja auch immer teurer. Und darum wird ja auch der Goldpreis an der Börse immer teurer. Das ist Ihnen sicher aufgefallen bei Ihrer Arbeit. Ja, aber das ist gut. Ich habe ein paar Gold, ein bisschen, also, ja, habe mir ein bisschen Gold gekauft. Das ist auch nicht verkehrt. Ich meine, das ist jetzt ja ungefähr so 7-8 Jahre her, dass die da angefangen haben, das Gold in die Zigaretten reinzupacken. Das hat ja eine Funktion im Filter, ne? Das filtert ja die Schadstoffe. Aha. Und ich habe neulich erst bei YouTube so ein Video gesehen, wie da in Berlin einer durch einen Stadtpark läuft und halt die Zigaretten einsammelt. Und dann kommt das bei dem zu Hause in so eine Schwefelstofflösung und er holt das Gold da wieder raus aus den ganzen Zigaretten, das die Leute wegwerfen. Wow. Weil das Gold liegt ja auf der Straße, ne? Ja, das stimmt. Wow. Ich meine, auf die Idee muss man kommen, aber es ist ja natürlich so, wenn man überlegt, das sind ja Millionen jedes Jahr. Ja, das stimmt. Mhm. Stellen Sie sich mal vor, Sie arbeiten in so einem Fußballstadion, wo da diese überall die Aschenbecher rumstehen. Und da kann man abends das ganze Gold rausfiltern. Wow, das stimmt. Das ist schon enorm. Das wäre vielleicht auch nochmal, aber es ist mir zu anstrengend, muss ich sagen. Dann mache ich das lieber mit dem Roboter. Ja. Hat der denn einen Lithium-Ionen-Akku oder was muss ich damit machen? Nee, Sie werden jetzt keinen Roboter so wirklich kriegen. Das ist ein Programm, das auf der Webseite sozusagen ist. Dieses Programm werden Sie ein- und ausschalten und das Programm wird alles für Sie erledigen. Das nennen wir einen Roboter, weil der die künstliche Intelligenz nützt. Stellen Sie sich vor, Ihre Maschine wird zu einem Roboter, der die künstliche Intelligenz durch die Webseite nützt. Das heißt, ich muss immer den Computer anmachen, oder? Also nee, Sie können den Computer kurz mal anmachen, den Roboter einschalten, ausmachen und abends wieder reingucken, zum Beispiel dann ausschalten. Verstehen Sie, was ich meine? Das kann immer im Hintergrund laufen, der PC muss nicht jetzt die ganze Zeit an sein, auf gar keinen Fall. Ja, und sagen wir mal, wie lange am Tag kann der arbeiten? Was sind da so die Voraussetzungen? 24/7. Bitte? Kann er an sein. Er kann 24/7 an sein. Am 24/7?
24 Stunden, 7 Tage in der Woche. Also rund um die Uhr, um es einfacher zu machen. Rund um die Uhr. Das ist doch klasse. Und also der ist dann bei Ihnen, der kommt gar nicht zu mir, der Roboter? Ja, der ist in die Web sozusagen. Ja, schade, ne? Ja, ich hätte mir so ein bisschen Gesellschaft, hätte ich mich nicht drüber geärgert. Weil ich sag mal, ich habe mir ja auch einen Spaß gemacht mit dem Rasenmäher-Roboter, ne? Dass hier die ganzen Vögel und Maulwürfe, weil die belästigen mich ja immer im Garten. Ich habe dem so Flatterband dran gemacht. Und wenn der dann rumfährt, das ist dann wie so eine Vogelscheuche. Und eben auch in der Funktion, dass der dann halt auch die Maulwürfe durch das Geräusch auf dem Boden, die mögen ja Vibrationen nicht, ne? Dass der die halt auch verjagt. Ja, okay. Wow. Ja, man muss mit der Zeit gehen. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Ja, das stimmt. Alle gehen mit der Zeit, ne? Ja, das ist richtig. Also ich meine, ich habe ja damals im Studium, war das ja schon ein wichtiger Ansatzpunkt, ne? Ja. Haben Sie das denn auch studiert da oder ist das eine schulische Ausbildung bei Ihnen? Ich habe IT studiert. Oh, wo denn? Ja. In Wien. Halt. In Wien? In einer. Ja. Das ist so eine Akademie, verstehen Sie? Da muss man halt bezahlen und ja. Ja, das ist, ich habe mein Studium auch nicht geschenkt bekommen. Naja. Also das ist so wie eine Art, also man kriegt ein Zertifikat am Ende. Das ist jetzt keine Urkunde, die man bekommt, sondern ein Zertifikat. Was ist denn besser, Zertifikat oder Urkunde? Also heutzutage werden Zertifikate viel mehr Na, kann ich mein Diplom ja verbrennen. Na gut, ich muss ja zum Glück nicht mehr arbeiten. Also ich habe ja im Prinzip, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, ich bin ja Dozent gewesen für die Anwendung des telefonischen Gedächtnisses im Alltagsumgang mit der meerschweinischen Philosophie an Schulen. Also so Thema nachhaltige Erziehungsmethoden. Und das habe ich gelernt an der Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Das war eine sehr schöne Zeit damals, ja. Also so ist ja der Spitzname im Prinzip. Weil das halt vor 40 Jahren, da haben die Leute sie noch ausgelacht, wenn sie was von Windkraft oder Elektroauto erzählt haben. Darum hieß das immer Hans-Maulwurf-Universität für sinnlose Studien. Hier werden sie ihr Geld los und lernen Sachen, mit denen sie niemals was anfangen können. Ja. Und heute wollen sie da alle hin. Ja, glaube ich Ihnen. Oh, jetzt ist er an. Es hat aber gedauert, mein Lieber. Da steht defragmentieren. Bitte drücken Sie jetzt. Wissen Sie, was das bedeutet? Machen Sie das nicht jetzt, nee, auf gar keinen Fall. Was ist das denn? Defragmentieren? Ja. Okay. Also, das ist am PC aufgetaucht, oder wie? Ja, ich habe das angemacht. Das steht... Und? Windows wurde unerwartet heruntergefahren und dann steht hier defragmentieren, Antivirus, das sind so ein paar Sachen, die ich machen soll. Das hat aber jetzt nichts mit dem Roboter zu tun, oder? Nee, das sind sozusagen zusammenhängende Datenfragmente, die sozusagen lokalisiert und neu angeordnet werden. Ach Gott, wie die Besteckschublade sortieren. Ja, richtig. Nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Ich komme hier aber nicht weiter, wenn ich da nicht drauf drücke. Das blockiert. Aha. Bitte lassen Sie die Maus frei. Sie haben keinen Speicherplatz auf dem PC, wie es aussieht. Nee, mach Klick auf die drei gelbe Kasten unten. Ja, warte, ich mach das mal. Gut, jetzt hat er mich durchgelassen. Ist aber sehr langsam wieder. So, dann mache ich mir das mal auf. AOL.de. Willkommen, Sie haben Post. So, wo ist er denn? Ach, die Margret hat auch geschrieben. Simon Schulze? Richtig, das bin ich. Ist aber kein österreichischer Name. Wie gesagt, Baden-Württemberg. Ja. Wo haben Sie da denn gelebt, wenn ich fragen darf? Bitte? Wo Sie da gelebt haben. Ach so, wo ich dort gelebt habe? Ja.
Ich war in Stuttgart eigentlich. In Stuttgart? Zählt das noch zu Baden oder ist das schon Schwaben? Nee, das ist für Baden-Württemberg. Ja, ja, aber es gibt ja Badener und Schwaben. Das ist ja so wie mit den Israelis und den Palästinensern. Ja, bei uns nennt man das, wir sind im Schwabeländle. Ah ja, gut, dann sind sie unsympathisch. Verstehst du? Unsympathisch, ja. Nee, nicht pathisch, badisch. Das ist ein Wortspiel. Badisch, ne? Nicht, dass sie jetzt denken, ich beleidige sie. Dafür ist das zu früh am Morgen. Das mache ich nicht. Ja, das stimmt. So. Sehr geehrter Herr von Setour, da. Customer Service und was ist denn ein Onboard? Oh, wie ist der englische Begrifflichkeit? Onboarding Specialist, das bin ich. Also wir sind ja jetzt sozusagen in der Einstiegsphase. In dieser Phase telefonieren Sie mit mir, also sozusagen Onboarding, damit Sie auf, ja, stellen Sie sich vor, wie im Flugzeug. Ich sage Hallo, Herr von Setour. So, ich habe einen Roboter für Sie im Flugzeug, wollen Sie da mit einsteigen? Wenn ja, Sie gerne. Einsteigen wollen, müssen Sie dies und das machen. Deshalb bin ich ein Onboarding Specialist. Gut. So, da und da oben soll ich jetzt drauf drücken? Auf das Blaue, genau. Dann machen wir das doch mal. Oh. Und sagen Sie mir dann bitte, was Sie sehen. Iset sagt, diese Internetseite entspricht nicht dem eingerichteten Sicherheitsprotokoll und wurde deswegen zu Ihrer Sicherheit gesperrt. Was soll mir das jetzt sagen? Verstehe ich nicht. Soll ich es nochmal vorlesen? Also nee. Brauchen Sie nicht, aber Sie müssen irgendwie die Seite aufmachen. Gibt es da keine Option, etwas zu drücken? Ich verstehe auch nicht, wieso das so eigentlich rauskommt. Nee, was ist das denn für eine Seite? Was soll ich da denn machen drauf? Dadurch können Sie dann die 250 Euro investieren. Also ist das eine Überweisung im Prinzip? Ja, sozusagen. Sie müssen eine Kreditkarte bestimmt, ne? Nee, sowas habe ich nicht. Haben Sie nicht? Ein Online-Banking? Ja, das habe ich. Sie können mir dann einmal hier das, sagen wir mal, die wie heißt denn das hier, nicht mehr Kontonummer, die IWAN rüber schicken, dann mache ich das fertig. Aber dann müssen wir nochmal über die Summe sprechen, weil wenn man da so gut Geld verdienen kann, finde ich ja 200 Euro ein bisschen wenig, ne? Wenn das prozentual geht. Gibt es da denn irgendwie Angebote? Was haben Sie im Kopf für einen Betrag? Na, ich habe jetzt ja, also wie gesagt, habe ich erzählt, glaube ich, ich habe geerbt, ne? Meine Frau ist jetzt voriges Jahr verstorben. Die hatte, sag ich mal, ja, das war absehbar, aber vielen Dank. Die hat, sag ich mal, eine große Spielwarenfabrik gehabt und da kann ich so gar nichts mit anfangen. Ich habe meinen Erbanteil dann den Söhnen, also den Gemeinden, also das wird schwierig. Mhm. Die hatte Söhne, also sie sind nicht meine, so angenommen, ne? Und denen habe ich quasi meinen Erbanteil verkauft und ich hätte schon, sag ich mal, so, ja, was soll ich jetzt sagen? So 10.000, 20.000 hätte ich jetzt schon interessant gefunden, wenn das Angebot stimmt, ne? Okay. Damit sich das halt auch lohnt, ne? So, wenn ich da zweimal am Tag den Computer ein- und ausschalten muss, weil meine Zeit, die ist ja auch wertvoll, ne? Gibt es da denn ein Angebot oder sagen wir mal eine Prognose, die Sie stellen können? Okay, geben Sie mir bitte ein paar Sekunden, ich lasse Sie kurz in die Leitung, ich frage mal. Ja, ich hole mir gerade einen Kaffee so lange, ne? Machen Sie das, super. Bis gleich. Da, Herr von Setour. Ja, natürlich. Super, danke, dass Sie gewartet haben. Also wie gesagt, die Aktivierung des Kontos geht erstmal mit 250 Euro nur. Ich würde Ihnen da gerne Bankdaten zukommen lassen, auf denen Sie das überweisen können. Ja. Nun haben wir da ein Problem. Hätten Sie da jemanden, der Ihnen helfen würde, ein Bild, also nachdem Sie überwiesen haben, okay? Ja. Dass Sie ein Bild von der Überweisung machen oder vom Kontoauszug, wo man sehen kann, dass das Geld an uns gegangen ist. Und mir dann als Antwort per E-Mail zukommen lassen. Könnten Sie das erledigen oder haben Sie da jemanden, der Ihnen vielleicht helfen kann? Also ich wohne quasi über der Sparkasse, wo ich mein Konto habe. Die haben quasi die Räumlichkeiten unter mir. Das ist mal eine Schafwäscherei gewesen. Die hat aber Pleite gemacht. Die haben sich da eingemietet unten drunter und da bin ich ja Premium-Kunde. Die können mir das bestimmt machen.
Super. Also wie gesagt, ich brauche ein Bild einfach nur, dass Sie das Geld dahin geschickt haben. Das ist ein Zahlungsnachweis im Prinzip. Richtig, richtig. Muss das beurkundet sein? Nee, also wie gesagt, wirklich, man muss nur sehen, wohin das Geld gegangen ist und den Betrag. Der Betrag ist ja 250 für den Anfang. Nachhinein können Sie das mit dem Finanzberater besprechen. Und mit dem dann anpassen, was sie dann noch einstecken möchten und so weiter und so Aber fort. Das geht okay. noch, ne? Dass man sich, sag ich mal, da breiter das aufstellt und dass man vielleicht auch noch mal spricht hier, sagen wir mal, momentan ist ja, wird ja wieder diskutiert, sag ich mal, Grenzzäune zu bauen, da können wir ja in Holz investieren und in Agrardiesel. Mhm. Da kann man sich ja bestimmt, sag ich mal, oder macht der Roboter das auch automatisch? Der macht alles automatisch, der guckt im Markt die ganze Zeit, also der ist sozusagen tätig die ganze Zeit. Somit kann er, wie gesagt, also das Beste für Sie kaufen und verkaufen. Wie heißt der Roboter eigentlich, dass ich mich da auch, sag ich mal, ordentlich vorstellen kann? Also der Roboter, wie gesagt, das ist nur ein Programm. Das ist jetzt kein wirklicher Roboter, das ist ein Solar Express, heißt unser Team. Ach so heißt der. Ja. Also, wie gesagt, das ist kein Roboter, der wird nicht mit Ihnen sprechen. Leider. Na gut. Tut mir leid, aber ich weiß, wer mit Ihnen viel sprechen wird, das ist der Finanzberater. Der ist ja dafür da. Also der redet trotzdem mit mir, auch wenn der Roboter das alles macht, ja? Richtig, ja, klar. Und der ruft mich jetzt an, wenn ich Ihnen das, fertig gemacht habe? Genau, richtig. Sobald ich das Bild habe, werde ich mich direkt bei Ihnen melden, anrufen sozusagen. Und wir werden alles weitere klären, wann er sich bei Ihnen melden wird und so weiter und so fort. Also ich kann auch, wenn Ihnen das hilft, wenn ich dann sagen soll, ich kann auch eine Sofortüberweisung fertig machen. Okay. Bringt Sie das weiter? Wie gesagt, machen Sie das so, wie Sie das für... Also richtig halten, ich brauche nur ein Bild, wo man sehen kann, ein Nachweis, wo man sehen kann, dass das Geld an uns gegangen ist. Wie Sie das machen, ist natürlich, ob Sie das SEPA machen, ob Sie die Sofortüberweisung machen, das ist alles allein Ihnen überlassen. Wann schicken Sie mir das denn raus? Habe ich schon geschickt. Ach so. Also das bedeutet, gleich musste das ankommen. Dann gucke ich nochmal, ist bisher noch nichts da. Wie sind denn dann bei Ihnen, sag ich mal, die Auszahlungsformalitäten? Geht das dann Bitcoin oder Überweisung oder wie machen Sie das? Ich glaube, Bitcoin und Überweisung geht. Ich würde das gerne den Finanzberatern überlassen, damit ich Ihnen jetzt nichts Falsches erzähle. Das ist gut, weil mit Bitcoin, da habe ich ja vor ganz vielen Jahren schon angefangen. Ne? Da haben Sie mich damals alle noch ausgelacht. Da habe ich mich auf den Rat von einem Studienfreund verlassen, der ist, sag ich mal, Proktologe, falls Ihnen das was sagt. Wow. Okay. Und er hat da habe ich damals sagen wir mal 2000 reingesteckt. Das darf man gar nicht zu laut sagen, sonst kommt die Mafia zu Hause. Für ein Wallet meinen Sie? Nee, diese kleinen Speicherkarten, die mein Computer reinsteckt, ne? Da ist das quasi hinterlegt. Ich habe 14 Bitcoins liegen. Das ist super. Und ich habe schon mir vorgenommen, weil mein Enkelsohn, der soll das alles mal kriegen, ne? Und er hat immer so Probleme mit der Mathematik im Studium. Für den Fall, dass ich jetzt morgen einen Autounfall habe, habe ich das Passwort für ihn aufgeschrieben, aber der muss erst eine ganz komplizierte Rechnung lösen. Okay. Damit das nicht so einfach wird, ne? Der muss ja auch mal lernen, dass man im Leben, sag ich mal, für Sachen halt arbeiten muss, ne? Das halt nicht alles, auch wenn es ein Geschenk dann im Prinzip ist, dass es aber halt nicht ohne was kommt, ne? Haben Sie das denn auch an meine Adresse geschickt? Ja, habe ich. Ist noch nicht angekommen hier. Dann müssen Sie wahrscheinlich aktualisieren kurz. Also soll ich den Computer wieder ausmachen, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Programm nochmal neu starten vielleicht, aber nicht den Computer bitte. Es war Alt F4, ne? Ja, geht auch. Oh, jetzt ist er zu. Oh nein, jetzt steht da wieder, dass ich defragmentieren soll.
So. Dann das gleiche drücken, was ich vorher gedrückt habe. Ja, die drei gelbe Kasten unten. Ne? Mhm. Springt den Algenrhythmus in Schwingung. Also Ihre Emil ist immer noch nicht da. Ich kriege hier nur wieder Viagra-Werbung. Okay. Interessant. Naja, ich finde das eher lästig. Was soll ich machen? Spam-Ordner. Können Sie mal bitte im Spam-Ordner nachschauen? Ja, im Bank-Ordner bin ich heute noch nicht gewesen. Da kann ja gar nichts drin sein von Ihnen. Nee, Spam. Ach, diese ungewollten Sachen da im Prinzip. Ja. Ja, da kann ich mal reingucken. Ah ja, nee, da ist nur wieder was mit, wo sie mir Kreditkarten andrehen wollen. Und die Bettler vom Kinderhilfswerk. Ist ganz schrecklich mit denen. Naja. Vor allem werde ich immer. Und die Internet ist gut? Bitte? Und die Internet ist gut, oder? Ja, ich habe noch 4 Eimer stehen für den Fall, dass die Bauern auch die Internetleitung blockieren. Gut. Ist gut, oder? Also ist immer noch nichts angekommen. Nee, bei mir ist, ich sag Bescheid, ne? Da müssen wir noch kurz warten. Gut. Oder Sie schicken das vielleicht nochmal neu raus eben. Okay, können wir natürlich sehr gerne machen. Nur mal so zur Sicherheit, ne? Ja klar. Das soll ja alles auch funktionieren. Und wenn ich das jetzt, sag ich mal, zu Ihnen dann rüber geschickt habe und dieses Bild erbracht, wie lange dauert das dann, bis das losgeht? Bis was losgeht? Na, die Handelsarbeit vom Roboter. Sobald Sie mit dem Finanzberater sprechen, können Sie schon gleich anfangen. Wie gesagt, der wird Ihnen dann zeigen, wie und wo der Roboter betrieben wird. Gibt es denn die Möglichkeit, so einen Roboter auch hier bei mir zu Hause zu haben, oder geht das nur bei Ihnen? Nee, das ist nur online. Schade. Also, wie gesagt, das ist ein Programm, das auf der Webseite eingebaut worden ist und somit funktioniert mit dem Handelsroboter. Haben Sie das denn rausgeschickt? Habe ich, nochmal, ja. Dann warten wir halt mal ein bisschen. Kann ich mich zum Beispiel jetzt nochmal in 10 bis 15 Minuten melden? Vielleicht ist das bis dann angekommen. Ist das so eine große E-Mail, dass das so lange dauert? Nee, manchmal liegt es einfach an der Verbindung, an dem Internet. Ich drücke jetzt hier auch nochmal aufs Knöpfchen. Weil ich muss ja nachher auch los, ne? Ja, verstehe ich. Ah, da ist es. Da habe ich sie. Eine französische IBAN, ist das? Ja, unsere Investoren sind, also wir haben Investoren aus ganzer Welt eigentlich, aber das sind die hauptsächlichen Investoren, die sich halt, die am meisten investiert haben. Deshalb denke ich, dass die das Geld bekommen. Wie jetzt? Mein Geld geht an Ihre Investoren? Ja, und dann, deswegen kommt ja der Screenshot, dieser Nachweis. Sobald wir den Nachweis gesehen haben, schreiben wir das Geld auf Ihrem Konto gut. Sozusagen. Ah, und zusätzlich werden Sie von mir noch einen Bonus von 50 Euro erhalten, Herr von Setor. Oh, das ist freundlich. Und wie sieht das aus, wenn wir damit mit den 10.000 reinknallen? Gibt es da noch mehr? Da fragen Sie den Finanzberater dann, ob der Ihnen einen Bonus geben kann. Ja, also wenn das Tendenz ja, sag ich mal branchenüblich ist, dann will ich da auf jeden Fall mich mal schlau machen, ne? Mhm. Gut. Also nee, eigentlich nicht. Das ist einfach sozusagen eine kleine... Wie soll ich das sagen? Das ist gedacht wie eine kleine Motivation für unsere Kunden. Ja, also ich bin eigentlich immer motiviert, ne? Perfekt. Dann passt ja mal super. Das ist gut. Dann würde ich sagen, ich kümmere mich da jetzt mal drum, das fertig zu machen. Perfekt. Und dann schicke ich Ihnen das zu. Okay, super. Und ich will nur kurz unterstreichen, unten unter der BIC steht ja Referenz. Ja. Das ist der Verwendungszweck. Also am Verwendungszweck geben Sie bitte 09-01 und so weiter und etc. dann als Verwendungszweck. Ah, da steht ja /0185, das heißt, ich bin heute der 185. der das macht, korrekt? Richtig. Weil Rechnungsnummern müssen laut dem Gesetz ja fortlaufend sein. Richtig, genau. Das heißt, ja, wann haben Sie heute angefangen? Vor einer Stunde. Das heißt, Sie haben innerhalb von einer Stunde 200 Leute über den Tisch gezogen? Das ist schon beachtlich. Ja, nicht nur ich und nicht über den Tisch gezogen. Ja, Sie wissen, wie ich das meine. Vielen, ne? Vielen Leuten habe ich geholfen, so nennen wir das. Wie viele Leute sitzen denn da bei Ihnen?
Das ist die Information, die leider, also die ich, darüber darf ich halt einfach nicht. Also ich höre immer eine Frau und einen Mann im Hintergrund, also sind zumindest schon mal drei. Ja. Und wo sitzen Sie da mit dem Büro? In Wien. Aber auf Ihrer Internetseite steht eine Adresse in London. Ja, also wie gesagt, wir sind ein großes Team. Denken Sie, dass also so ein Office reichen würde für sowas? Ein Officer? Sie sehen Sie. Bei euch braucht man eher schon das SEK wahrscheinlich, ne? Wo finde ich denn auf Ihrer Internetseite die Handelslizenz? Eine gute Frage. Ja, das sollten Sie aber parat haben. Mhm. Oh, tut mir leid, da bin ich jetzt unvorbereitet. Ja, das habe ich mir gedacht, weil Sie haben ja keine. Steht da nichts auf der Webseite? Nee, ich meine, Sie haben keine. Also so de facto. De facto, ja. Ja, weil Sie sind ja, Sie mit Ihrer Truppe, dass Sie, wenn Sie in einer Stunde 200 Leute abzocken, das ist ein richtig mieser Hund, ne? Das ist nicht in einer Stunde. Naja, also doch, wenn Sie seit einer Stunde arbeiten und das haben Sie eben gesagt, ja, 185 Leute heute schon. Also ich wäre nur mal 185, aber... Seit Anfang der Woche. Achso, macht ihr das seit wochenweise, macht ihr das? Ja klar, seit dem 1.1. sind wir am Arbeiten. Das ist ja aber dann seit 8 Tagen und nicht seit einem Tag. Wie lebt sich das denn so damit? Wie meinen Sie? Naja, sagen wir mal, jeden Tag den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Das ist schon ziemlich armselig, oder? Ja. Aber Sie stört das nicht, oder? Nee. Warum nicht? Weil wir den Leuten handhelfen, mehr Geld zu machen, deshalb. Ja, Ihrem Chef helfen Sie, mehr Geld zu machen. Und die ganzen anderen Leute, die sind Ihre Kohle los. Ich weiß doch, was Sie da machen. Okay. Deswegen dachte ich, frag jetzt mal ganz offen. Mhm. Also, nee, wie gesagt, wir, wenn Sie Geld machen, machen wir auch Geld, somit ist das super. Ja, das stimmt also, doch das nicht. Dann für erzähl, beide Seiten. Doch nichts. Du brauchst jetzt nicht deinen Zettel vorlesen. Ich weiß ja, dass das organisierte Kriminalität ist da. Wow, Sie sind aber ein Professor. Ich bin richtiger Professor, du. Super. Das sei mal klar. Und ich halte auch gerade eine Vorlesung. Okay. Die ist gerade live im Internet und damit die Leute halt lernen, wie man sich nicht abzocken lässt, ne? Okay, verstehe. Vielleicht lässt du dich auch mal für einen Studiengang einschreiben. Alles klar. Also ich sehe, Sie haben nicht vieles zu tun, das merkt man auch. Ja doch, ich halte Verbrecher davon ab, Leute abzuzocken. Verbrecher, okay, alles klar. Ja, du bist ja ein Krimineller. Dann machen Sie das weiterhin und somit können Sie uns dann helfen, Verbrecher von uns zu unterscheiden. Ich danke Ihnen dann vielmals dafür, ne? Ja, such dir mal richtige Arbeit. Schäm dich was mit einem falschen Namen da. Oh, alles klar. Ja, wir kriegen euch alle, ne? Sie kriegen uns was? Wir kriegen euch alle. Na, Sie kriegen nur eins, aber das darf ich hier jetzt nicht sagen. Na doch, das ist ja Meinungsfreiheit. Hau raus, ja, gell. Du seriöser Berater. Was hast du denn anzubieten? Oh, Sie sind so gut. Na komm, trau dich, komm zu mir. Als Sauerberg 891448 im Skirchen, ich schmeiß dir die Prügel raus. Oha, Rambo am Telefon. Nee. Geil. Der Herr Winklerson. Sie wollen Sie mich jetzt verprügeln oder was? Ja, das also mit einer Tastatur so oder mit einer Colaflasche, das wäre schon ein. Das ist aber nett. Nee, das ist wie geteert und gefedert wirst du, das sag ich dir, wenn ich in die Finger kriege. Ja, mit 85, wenn du mich in die Finger kriegst, diese Tastatur kann gleich in deinen Mund rein, weißt du, was ich meine? Ja, komm her, versuchen wir es doch. Komm her. Mixed Martial Arts, 30 Jahre, komm her. Bring dir deine falschen Zähne aus dem Mund. Ja, die beißen dir in den Hintern, du. Ich habe in jeder Hand ein Gebiss, wenn ich kämpfen komme, wie Dr. Seutberg. Und dann knabber ich dir die Ohren an. Ohne Zähne nuckel ich dann an deinen Ohrläppchen rum. Das ist der Horror jedes Enkelkinds, du. Kann ich den Channel wissen? Das ja. Ist aber echt ein guter. Hühnerkanal. Oh Gott! Hühnerkanal. Ja, Hühnerkanal auf YouTube. Geh ich aber gleich rein, ey. Ja, geh da mal gleich rein, du. Ey, das ist ja ein Du. Bitte? So ein Kartoffel, Alter. Halt das Maul auf der Piste. Du weißt schon, dass Kartoffeln aus Amerika kommen, ne? Aber du bist auch nie in der Schule gewesen, du Krimineller.
Wenn du in der Schule gewesen wärst, hättest du gewusst, dass man deutsche Kartoffeln nennt, aber egal. Ja, weil Leute dumm sind. Kartoffeln kommen aus Amerika. Die wissen nicht, dass Kartoffeln aus Amerika kommen. Die denken, Kartoffeln sind aus Deutschland, weil die so dumm sind. Die Deutschen haben die mal importiert vor mehreren hundert Jahren zur Speisung der Armen, aber das bringt man so einem Gesocks wie euch halt nicht bei, weil ihr es nicht versteht. Aha, okay. Trotzdem bleiben alle deutsche Kartoffeln. Oh, oder? Du Armer. Und warum rufst du dann in Deutschland an, wenn die alle so dumm sind? Weil ich halt arbeiten muss. Das ist keine Arbeit, was du machst. Du bist kriminell, weil du keine Ausbildung hast, keine Schulbildung. Mhm, okay. Weißt deine Familie, was du machst? Wir machen hier überhaupt nichts Kriminelles. Und na doch. Das ist so witzig, mit ihm zu sprechen. Wenn du es nicht mal selber begreifst, was du da machst, dann bist du nur blöder, als du dich anhörst. Alles klar. Ja, ist so, ne? Bis dann, Aubergine. Ja. Ciao, Kartoffel. Hau ab. Das ist immer so gerne, so super seriös und dann zwei Sekunden später wieder die Tastatur in die Fresse schieben, wenn er gemerkt hat, dass er nicht durchkommt mit dem Scheiß. Wow, Dreiviertelstunde, Freunde, dafür dürft ihr mir was unten reinschreiben. Was war eure Lieblingsstelle und wie sollte der liebe Herr Maulwurf mit seinen falschen Zähnen und diesen Typen malträtieren? Danke, dass ihr dabei wart.